Radio Raufass. Psychologische Einblicke. Ratgeber für alle Lebenslagen gibt es schon genügend. Bei uns erfahren Sie interessante Erkenntnisse aus der psychologischen Forschung. Was Sie allerdings damit anfangen, das überlassen wir Ihnen. Wissen Sie, was Mose und der Fußballtrainer Louis van Gaal gemeinsam haben? Beide verwenden sogenannte Heuristiken, also einfache Faustregeln, um ein komplexes Geschehen zu vereinfachen. Mose übergibt 10 Gebote, um das Zusammenleben einer Gesellschaft zu regeln. Louis van Gaal hat ein Fußballspiel auf 4 Schlüsselsituationen reduziert. Wir haben den Ball. Wir verlieren den Ball. Der Gegner hat den Ball. Der Gegner verliert den Ball. Wenn sich eine Mannschaft auf diese 4 Grundsituationen vorbereitet und im Spiel darauf konzentriert, steigen nachweislich die Erfolgschancen. Wer also komplexe Situationen meistern muss, sollte sich um eine passende Heuristik kümmern. Das wusste schon der alte Mose. Wenn Sie mit einer größeren Wahrscheinlichkeit erreichen möchten, dass Ihre Bitte oder Forderung erfüllt wird, dann benutzen Sie das Wörtchen weil. Wer seine Bitte begründet und dabei das Wörtchen weil benutzt, kann damit rechnen, dass es sich durchsetzt. Dabei muss die Begründung nicht einmal sinnvoll sein. Lassen Sie mich bitte vor, weil ich kopieren muss. Das genügt. Versuche haben gezeigt, dass man damit tatsächlich öfter vorgelassen wird, als wenn man auf Begründung verzichtet. Experten sprießen wie Pilze aus dem Boden. Jeder, der sich in einem Bereich kompetent fühlt, darf sich heute als Experte bezeichnen. Tatsächlich fällt es vielen Menschen schwer zu unterscheiden, wie weit ihr Wissen tatsächlich reicht. Man spricht hier vom gefühlten Wissen, das oftmals nichts mit den eigentlichen Tatsachen zu tun hat. Also, bevor man Expertentipps abgibt, lieber erstmal prüfen, ob man sich wirklich auskennt oder ob das Wissen doch nur gefühlt ist. Oft wird vermutet, dass es schöne Menschen im Leben leichter haben als durchschnittlich oder weniger attraktive Menschen. Das stimmt nur zum Teil. Wenn sich schöne Menschen beispielsweise egoistisch verhalten, wird ihnen das unfaire Verhalten übler genommen als weniger attraktiven Zeitgenossen. Wer kennt nicht die unzähligen Ratschläge für ein gesünderes Leben? Warum aber werden so wenige davon umgesetzt? Forscher haben nun herausgefunden, 2 bis 3 Empfehlungen haben die größte Wirkung. Ein einziger Ratschlag oder mehr als 4 hingegen haben kaum eine Chance, jemals verwirklicht zu werden. Wenn Sie also anderen einen Ratschlag geben wollen, dann denken Sie daran. Mehr als eine, aber nicht mehr als 3 Empfehlungen aussprechen. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man auf Ihren Ratschlag hört. Das waren psychologische Einblicke auf Radio Rauchfass mit Sebastian Stöcker. Radio Rauchfass.